Master Beri, herzlich willkommen zum Open Screening. Fangen wir mal von vorne an. Super. Jeden dritten Mittwoch im Monat findet im Kino Sputnik in Berlin-Kreuzberg das Open Screening statt. Hier können Filmemacher aller Art ihre Kurzfilme vor Publikum präsentieren. Das Open Screening wird von den Leuten gestaltet, die ihre Filme hier einreichen und dem Publikum, das sich das anguckt. Hier ist gerade Homebase, aber Open Screening kann auch an anderen Orten stattfinden. Eine halbe Stunde vor Beginn können die Filme eingereicht werden. Einschränkungen gibt es kaum. Es gilt nur eine Regel. Der Film darf eine Länge von 25 Minuten nicht überschreiten. Gerade technische Qualität zählt hier gar nicht. Also wir hatten echt schon Filme gehabt, die mit so einer kleinen Kleinbildkamera sozusagen gefilmt wurden, die hier mit tosendem Applaus begrüßt wurden. Also so, es geht auch echt auch da wirklich um die Inhalte bei uns. Wir hatten auch schon den Fall gehabt, dass Leute ihre Filme hier ausgetestet haben und so den ersten Rohschnitt hier gezeigt haben, nur um dann zwei Monate später nochmal herzukommen und die endgültige Fassung zu zeigen. Und das ist natürlich auch immer super spannend, dann zu sehen, so hey, es hat sich echt entwickelt und die Story ist aufgegangen. Und was bei uns besonders ist, ist, dass wir hier an der Bar sitzen. Also wir sitzen hier im Foyer, gerade wo wir auch das Interview machen. Hinter euch ist jetzt gerade die Leinwand. Und die Atmosphäre ist halt ganz anders, als wenn man in einem geschlossenen Kinoraum sitzt. Also die Leute können hier sich was zu trinken holen, können sich was zu essen holen, können aufstehen, können rausgehen, können sogar während des Films auf dem Balkon stehen und rauchen eigentlich. Und das macht es echt auch nochmal aus. Eine Jury, die die Filme bewertet, gibt es nicht. Allerdings kann das Publikum bestimmen, wenn ein Film abgebrochen werden soll. Hier unser Flyer, wo immer die Zeiten draufstehen, hat halt zwei Seiten. Einmal die hier und einmal die. Und wenn den Leuten der Film nicht mehr gefällt, dann sollen sie die rote Karte heben. Und das passiert normalerweise, das ist so mein Spruch immer, wenn Studentinnen 20 Minuten lang im Wald tanzen. Weil das ist irgendwie schön auf einer Ausstellung, wenn man sich das mal zwei Minuten als Videoinstallation angucken kann. Aber wenn man halt 25 Minuten lang das anguckt und von Tanzen keine Ahnung hat, dann ist es einfach irgendwann zu viel. Und das sind so die typischen Filme, sage ich mal, wo die Leute keine Lust mehr haben, das zu gucken. Und die werden dann rausgebotet. Und ja, und dann gibt es nach dem, also wenn ein Film gezeigt wird, gibt es ein kleines Interview. Und die Fragen, denke ich mir, eigentlich spontan aus. Guck mal, das ist Internetgeneration, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden. Interessanterweise, finde ich, gibt es manchmal so Filme, Abende, wo nur Musikvideos kommen und dann gibt es wieder ganz viele Abende, wo auf einmal nur Drama ist und dann kommt noch ein Abend, wo viel Dokumentarfilm ist. Seltsamerweise, als wenn es sich abgesprochen hätte, gibt es da immer so Themenschwerpunkte so ein Voll. Bisschen. Aber ja. Dieses Mal erweist sich die beschwerliche Suche nach einer Wohnung als Themenschwerpunkt des Abends. Mitunter ein Film von zwei jungen Berliner Studenten. Also ich bin der Moritz, das ist der Lukas. Wir sind die Buttermilchproduktion und wir haben heute einen Film von uns am Laufen, unseren aktuellen Film. Unseren aktuellen Blockbuster. Reise in die neue Wohnung. Ein 17,5-minütiges Epos durch das gentrifizierte Berlin. Mit Moritz auf der Sinnsuche und mir hinter der Kamera, der ihn dabei begleitet und so ein Tick verzweifelt. Ich bin, du willst ausziehen, habe ich gehört, oder? Nee. Aber hier in der WG will jemand ausziehen? Nee. Straßenfeger? Ein Straßenfeger irgendjemand? Straßenfeger? Ja, fahr doch mit. Was? Fahr noch eine Station mit. Was willst du denn? Wieso denn nicht? Hol die, ja, die Kiste! So, die letzten drei, vier Filme haben wir hier getestet. Und das ist auch echt cool. Also, ich meine, es ist so ein gemischtes Publikum hier. Da kannst du schon auf jeden Fall erkennen, ob der Film ankommt oder welche Stellen ankommen. Ob der Humor so funktioniert, wie wir es uns überlegt hatten oder nicht. Habt ihr drei Tage auf der Straße gelebt? Wir haben den Film tatsächlich in 24 Stunden fertig gedreht. Okay. Aber nee. Und das Ding hier ist ja, dass es kein Festival per se ist. Es ist ja mehr so wirklich so ein Open Screening, wo jeder seinen Amateurfilm hinschickt. Und das heißt, die Zuschauerschaft ist auch hier eher so auf einen lockeren Abend aus, als jetzt bei einem Festival, wo man irgendwie so das Publikum eher schon den Anspruch hat, dass man da irgendwas Gescheites sieht. Ja, nicht manchmal immer, aber meistens, ja. Lukas und Moritz, vielen Dank. Eins ist sicher, zu lachen gibt es hier fast immer genug.